Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Raceship Insights. Mittlerweile müsste es die dritte Episode sein mit unserem M3 Competition Allrad. Wie ihr sehen könnt, sind wir bei Eisenmann. Warum ist offensichtlich, wir haben ja schon auf dem Golf 8 GT zusammengearbeitet, was die Abgasanlage angeht, auf unserem i20N genauso und natürlich auch auf dem M3, weil die Zusammenarbeit einfach super funktioniert, Klangbild ist klasse und sind direkt ums Eck. Wir werden heute auch so ein bisschen den Entwicklungsprozess bei Eisenmann mitnehmen und euch die Fertigung und Produktion zeigen. Ihr seht hier auch ein schönes Intro, ein Tipp-Design, hat auch einen Design Award gewonnen. Ähnlich wird es auch an unserem Fahrzeug aussehen, also das Design wird identisch sein, wird aber wahrscheinlich nicht Carbon werden, sondern schwarz, da wir aktuell am Fahrzeug außen noch keine Carbon-Elemente haben und vermutlich auch keine kommen werden. Deswegen wird es schwarz. Wird mit Sicherheit eine interessante Episode, bleibt dran. Tun klassisch digitalisieren taktil, sprich ich heb's hin, gebe es hier irgendwo hin, löse aus, also löst mir das aus und er merkt sich den Punkt. Ah, okay. Und erst wenn ich mit diesem Zyklus fertig bin, also ich mache dann immer Rohrstück für Rohrstück, erst wenn ich mit dem Zyklus fertig okay. bin, dann baut sich das eigentlich so auf dem Bildschirm auf. Wie lange brauchst du dann für eine Anlage? Oh, kommt drauf an, also wenn ich wirklich bis vor muss, Downpipe runter, ja. dann dauert es ein dreiviertel Tag. Okay, ja klar. Weil wir machen erst die Anlage an sich. Dann nehmen wir hier auch den Grundkörper auf und alles, die Dimension. Dann bauen wir die Anlage aus ja. und machen den Bauraum dahinter. Was, du wissen, ja, klar, musst ja wissen, wie es ist. Wie viel Platz wir haben und alles. Und das kostet halt dann auch richtig viel Zeit. Weil ich muss dann auch mit dem Arm immer vorspringen, wieder zurückspringen. Mhm. Halterung dann wahrscheinlich musst du aufnehmen, genau, oder? Genau, richtig. Richtig. Und das müssen wir alles, dann müssen wir gucken, dass wir so wenig wie möglich das Fahrzeug bewegen, weil man halt, ja, was halt mit jeder Bewegung wird halt. Die Daten schlechter und schlechter. Ja, klar. Komm, wir zeigen kurz die Originalauspuffanlage. Also, Downpipes, Katalysatoren, OPF links, rechts, Mittelschalldämpfer, originale Rohrführung, original Endschalldämpfer. Klappensteuerung rechts, Klappensteuerung links. Klappensteuerung ist hier. Auf der linken Seite genau dasselbe. OS-Modelle sind das natürlich keine OPFs, sondern Cuts im Endeffekt. Ja, ansonsten sind die relativ ähnlich aufgebaut. Und jetzt bei der Entwicklung vom Endschalldämpfer, wird da schon Klangkulisse berücksichtigt im Design? Oder was ist genau so der ausschlaggebende Punkt für das Design des Endschalldämpfers? Klar, einmal die räumlichen Gegebenheiten, klar. Genau. So fangen wir an. Also muss man gucken, wie viel Platz wir haben. Und dann am Anfang versuchen wir, welche Grundkörper, welche Schalengröße könnte eventuell reinpassen. Und dann wir haben die Basis genommen, die vorletzte M3, M4 Modelle. Und die Innenleben haben wir für den Fahrzeug angepasst, modifiziert. Und dann geht die Konstruktion los, komplett. Dann machen wir Vorrichtungen gleichzeitig dazu. Und dann in der Vorrichtung wird die erste Prototyp gefertigt und dann bauen wir das ein und dann kommt die Soundcheck. Und wenn die Sound nicht in Ordnung ist, dann müssen wir auch noch einfach Versuche machen. Und wenn am besten klingt und zufrieden sind, dann machen wir TÜV-Messungen, wenn wir das bestanden haben, dann alle Zeichnungen, alle Mappen fertigstellen und geht die Serie fertig. Gibt es da jetzt einen speziellen Grund für die Form des Endschalldämpfers? Weil ist ja schon relativ speziell. Hier bei uns, genau, also ganz am Anfang. Erstes Problem war die vorletzte M2, Partition. Die haben sehr richtig tief gehängte Schalter. Ja, genau, ja. Und das wollte jeder Kunde, der M2-Besitzer, wollte das weg. Ja, wir hatten auch einen M2 Competition, das sah furchtbar genau, aus. Genau. Und dann, das war die Hauptgrund, das irgendwie schöner zu machen. Wir haben eine neue Schale gemacht, wo ganz ähnlich ist wie die auch das M3, M4. Wenn du von hinten reinschaust, sieht man, ja. Kannst du hier aussparen, weil du siehst du von hinten gar nichts. Eigentlich wurde der tiefste Punkt von dem Endrohr, das ist der tiefste Punkt von der Schale. Die Original war schon fast 50, 60 mm. Ja, es sah furchtbar aus. Ja. Und dann haben wir die M3 auch in der gleiche Methode genommen. Aber die Volumen für die M2 war kleiner. Dafür die M3 haben wir neue Schale gemacht. Dieselbe Form, bessere Optik und mehr Volumen eingebaut. Das ist die Race-Anlage. Es gibt ja, einmal die zugelassene Anlage. Und einmal die Race-Anlage. Wir haben uns gerade eben off-Kamera so ein bisschen unterhalten. Im Endeffekt ist ganz viel von der Race-Anlage jetzt in die zweite Variante von der zugelassenen Variante mit eingeflossen im Endeffekt. Ja.
Das heißt, es gibt beides, aber zugelassen in Deutschland natürlich nur die. Nur die mit Schalldämpfer, ist klar. Aber so groß, hast du noch laufen, oder? Ja, so groß ist der klangliche Unterschied wohl gar nicht. Und es ist halt auch immer, S58 wird halt auch schnell blechern.